würde aber sagen, wir machen jetzt kein Software-Update, sondern steigen direkt in Fire Emblem rein. So, jetzt muss ich mal kurz meine Notizen nochmal raussuchen. Wobei ich die wahrscheinlich eh bis Ende des Streams eh nicht brauchen werde, weil ich eh keinen Unterricht mache bis Ende des Streams. So, beim letzten Mal haben wir... Boah, wo haben wir angefangen? Ich glaube bei der Mission? Ich glaube kurz vor der Mission, die aber recht kurz war, wo Jared leider gestorben ist. Haben erkundet, haben Sidequests gemacht. Ah ja, die Sidequest von Hilda, die war anstrengend. Weil Ignaz einfach ständig draufgehen musste. Irgendwann haben wir es dann doch geregelt bekommen. So, Svenja hatte, glaube ich, schon ein bisschen später angefangen, weil die ja hier noch ein paar Sachen nachgeholt hat. In meinem Falle machen wir aber einfach nur ein Seminar. Jetzt kann ich vielleicht doch nochmal wieder auf meine Sachen gucken. Was bräuchte ich denn am ehesten? Also hier Schwert und Autorität? Nee. Schwert und Glaube? Wäre zumindest für vier der angezeigten Charaktere ganz... Für drei der angezeigten Charaktere ganz praktisch. Lanze, Autorität eigentlich auch unnötig. Bogen und Vernunft. Joa, ich glaube, das ist am ehesten... Wir machen ein Seminar mit Hahnemann. Klingt gut. Und Leonie ganz alleine da hinten. Ich will nichts mit denen zu tun haben, mit den ersten Reihensitzern. The glory of progress. Cool, ich habe Vernunft gelernt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Vernunft kriege, lerne ich vielleicht sogar noch einen offensiven Zauber irgendwann. Teach, Tomas, I mean Solon and his lackeys, their whereabouts have been discovered. Apparently they're lurking in the sealed forest, not too far from the monastery. Rhea has called back all of the knights who were out searching to round them up. Seems like it could take some time for them to make it back here, but she didn't ask for our help. Warum die Heimlichtuerei? Perhaps to prevent you running headfirst toward revenge? It's only natural that you would leap at the chance for it. Anyone would. No, I will not allow it. This discovery comes just when the knights are at their busiest. It is all too likely that our foes revealed themselves to lure you out there. They are the ones who took Geralt from you. I know how you must despise them, but I must ask you to rein in your personal feelings for now. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Please, Professor, do not act carelessly. I ask that you leave this to us. Losing you so soon after losing Geralt would be unbearable. Listen, Rhea, Lady Rhea, this move is the most strategic. The military strategy I'm devising will soon echo across Fodlan's history. I'm sure of it. Just think about it. Most of the knights are still far away, and we can't afford to have Sedith and friends abandon the monastery. So the only person who can take action now also happens to be our best commander. It's Teach, and wherever Teach leads, we'll follow. And since you've taught us that this sort of thing is always a possibility, we're already prepared for battle. We can buy the knights more time, not for revenge, but for a defensive attack on behalf of the monastery. Professor, do you agree with this strategy? Also, Claude kann gut mit Worten umgehen. Understood. I will give you the order. Destroy the enemy that is hiding in the sealed forest. You have the protection of the goddess on your side. Whatever happens, you shall overcome. Ihr dürft nicht herausgehen, um die Leute zu töten. Wir gehen sie nicht töten. Wir strecken sie nur vorsorglich nieder, damit sie uns nicht angreifen. Also tötet ihr sie. Ja. Aber es klingt netter. Okay, dann macht das mal. We have our orders, Teach. Now all that's left is to pull out a miracle. Als Anführer des Reichs muss man auch reden können. Ja, ich glaube, Claude ist der, der wirklich am besten wortgewandt ist. Dimitri und Edelgard sind eher so einfach nur haut drauf und töte. Ganz easy peasy. Aber Claude ist eher so, ja, ne? Man kann es so sehen. Man kann es aber auch so sehen. Und so ist schon geiler, ne? Und die sind alle so, ja, cool, dann nehmen wir so. Und Claude so,
Es ist eigentlich scheißegal. Es ist genau das Gleiche. Aber hey, die glauben mir alles. So, ich kann mal kurz mal gucken. Hätte ich theoretisch auch schon Oberstufensachen. Nicht, dass ich die jetzt schon geben möchte, aber... Ja, noch nicht bei der Mission. Die haben ja alle noch ein bisschen was zu lernen. Vernunft auf A bräuchte er für den Dunkelbischof. Wo ist deine Vernunft aktuell? Auf B. Und dafür, dass ich so weit, nicht gar nicht mal so weit davon entfernt bin, braucht es nur 27% Erfolgsquote. Yikes. Du wirst ja hier der... Ich kann sowieso mal einmal durchgucken, wie weit die jetzt von ihrer Klasse sind. Dir kann ich einfach mal, keine Ahnung, Schwertmeister... Kann ich nicht den Schwertmeister geben. Du hast einfach gar nichts, was du nehmen kannst. Was ist denn dein Schwert? Auch nur auf B. Okay, du hast... Bla, da wollte ich nicht draufklicken. Ui, ich könnte den Gauner sogar schon fast haben. Mein Glaube ist nur noch nicht hoch genug dafür. Gut, Claude kann gar nichts an Oberstufenklassen haben. Ich könnte einen Rittmeister safe haben, aber eigentlich würde ich schon gerne einen Dunkelbischof haben. Das heißt, mehr Vernunft. Raphael, hast du schon safe deinen Kriegsheiligen? Yes, immerhin. Wait. Wenn ich die eh safe habe, dann schalte ich die zumindest einmal frei. Aber ich gebe ihm die noch nicht, dass er mit der anderen Klasse erstmal noch fertig wird. Oh cool, gibt sogar den Wertebonus noch. Plus 2 Mal, plus 7 Resistenz! Yo! Hat die jetzt dauerhaft? Tatsache. Er hat Resistenz dazu bekommen, nice! Find ich gut. Wie sieht's hier aus? Ignaz. Du musst Assassine werden. Hast du den schon? Oh, den hast du auch schon fertig. Ja dann, let's go. Ich hab 7 Oberstufensiegel? Was? Woher? Habe ich die gekauft? Kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Oh, du kriegst auch Werteboni. 4 Verteidigung, Junge. Was ist da los? So, Madame. Du kriegst Hexer oder Bischof? Machen wir Hexer. Boni, Boni, Boni! Oh, was gibt's bei dir? Resistenz? Perfect comprehension. Yo! Will mir das Spiel damit jetzt sagen, deine Werte sind schon ziemlich scheiße. Hier hast du ein paar gute Boni. Ich glaube, Lasithia ist sogar die einzige, die ich sogar auf Oberstufe schon wechsle. Wobei. Na, mit den anderen zusammen. Die lernt die Sachen eh schnell genug. So, Marianne kriegt den Bischof. Das sieht auch eigentlich ganz gut aus, ne? Ja. Ist so gut, wie viele defensive Werte die einfach dazu kriegen. Selbst wenn ich die Klassen nicht wechsle, haben die ja trotzdem die Werteboni. Ist auch Verteidigung dazu? Plus 6. Yo. Richtig nett. Oh, du bist sogar auch schon fertig mit deinen beiden Magieklassen. So, Hilda. Du wirst zum Festungsritter. Mehr Verteidigung? Yes. Ich dachte, wir wären jetzt schon komplett OP. Oh wait, die kann sie sogar noch gar nicht haben, die Scharfschützenklasse. Ah, fehlt ein bisschen noch auf Bogen. Na gut. Ist egal, Manuela. Du sollst ja eine Gaunerin werden. Das kannst du sogar haben. Cool. Ja stimmt, du bist ja gerade noch dein Dieb. Dann machen wir dir, schalten wir die auch schon mal frei. Da kann ich zumindest jederzeit auch innen schlachten, also in der Vorbereitung auch da reinwechseln in die Klassen. Verteidigung? Immerhin plus 1. It's something. So, Baltus, du kriegst den Helden. Auch zu 100%, perfekt.
Die ganze Lehrarbeit lohnt sich, ne? Was there ever... Er kriegt gar nichts. Scheiße, seine Werte war so schon gut genug. Und Harpy kriegt die Dunkelschwinge, aber die hast du, glaube ich, noch nicht fertig, ne? Vernunft auf B+. Das ist noch ein bisschen. Okay. Das heißt, wenn ich gleich mal gucke, wer alles mit in die Schlacht kommt. Ich auf jeden Fall. Ich muss mein Schwert noch ein bisschen trainieren. Lorenz muss seine Vernunft trainieren. Wie sieht es eigentlich bei Claude aus? Kann er wirklich nichts von allem haben? Alles 0%? Na, wait, da. Er könnte Scharfschütze werden, wenn sein Bogen ein bisschen besser wäre. Ja. So, ihr habt schon alle gewechselt. Das heißt, Leonie muss noch ihren Bogen trainieren. Und Harpy muss noch ihre Magie trainieren. Okay. Dann speichern wir das einmal nochmal ab. Und auf geht's zum versiegelten Wald. Aber cool. Alleine durch die Klassenwechsel schon mal gute Werte Boni auf manche Charaktere bekommen. The sealed forest is up ahead. Visibility is awful there, so everyone needs to be extra cautious. You seem to know a lot about it. It is just a forest, isn't it? Have you been there too? Oh, never mind. Listen, just like I told the Archbishop, this is not a war of vengeance. It's a riddle, so to speak. Those guys are undoubtedly planning something terrible. We need some kind of clue as to what. The attack on the Holy Mausoleum, Flayne's kidnapping, that foul business in Remire, the demonic beasts at the chapel. It can't go on. We need to figure out their objective and stop them from achieving it. That's our mission. So we have our mission now. We had better not fail. It is a difficult task, but we will succeed. It is time to repay the kindness of the professor who saved my life. Nein, du musst eh nicht mitkämpfen. An enemy whose objective you don't understand is a frightening prospect. We're gonna destroy him. It's our mission. I will have my revenge, whatever it takes. On that, I will never budge. Leonie, you will have what you seek. I'll admit, vengeance sounds pretty nice, but don't forget that we're here for information. Luckily, we can easily find what we're looking for while getting revenge for Geralt. Right, Teach? Also wir suchen eigentlich noch Informationen. Aber wenn dabei zufällig irgendwie ein böser Typ zu Schaden kommt, dann Kollateralschaden. Passiert. Kann man nichts gegen tun. Tut uns auch leid. So, ich darf 10 Einheiten mitnehmen. So, wir haben gesagt, Harpy braucht noch, Lorenz braucht noch, Claude und Leonie. Aber die haben alle noch keine Oberstufe. Bei Scythia kann ich, glaube ich, wahrscheinlich eh wieder als Adjutant mitnehmen. Beim Klassenwechsel konnte ich gucken, wie weit ihre Klassen soweit gemeistert sind. Nee, nicht Adliger. Ja, Schütze ist noch ein bisschen dabei. Oh, du bist sogar mit meinem Magier fertig. Nee, ja stimmt. Magier ist fertig und Priester bist du gerade dabei. Ja, so rum war das. Ist auch nicht mehr so viel. Ist auch nicht mehr so viel. Auch nicht mehr so viel. Oh, du bist fertig. Das heißt, ich brauche ich gar nicht mitzunehmen. Ist auch nicht mehr so viel. Wobei, doch, war schon recht viel. So rum. Du bist eh fertig. Du bist auch fertig. Und du brauchst auch noch. Das heißt, Ignaz und Lysithia kommen als Adjutanten mit. Die Sache ist, wem drücken wir die aufs Gesicht? Ich hab... Na, nicht ganz mit all meinen Charakteren A-Support. Also potenziellen A-Support. Harpy, Balthus, Leonie und witzigerweise Claude fehlen da noch. Ich muss ein bisschen mehr mit Claude rummachen. Ignaz, du kannst...
dich mal an Raphael dranhängen. Und Lysithia, du hast ja auch den mit Balthus schon fertig. Lysithia kann sich an Lorenz dranhängen. Lorenz kriegt Lysithia. Und Raphael kriegt Ignaz. So. Okay, nein, Schmied. Also, das ist aber schon wieder hergestellt alles. So, wie sieht die Karte aus? Ein paar Monster. Aber Monika. Da ist gar nichts. So viele Gegner sind das echt nicht auf der Karte, ne? 13. Ich komme noch safe noch ein paar. Hab ich Diebe? Ich bin ein Dieb. Und Manuela ist eine Diebin. Theoretisch Ignaz auch, aber der ist nicht dabei. Jo. Scheint nicht viel los zu sein. Dann, let's go. How kind of them to welcome us with some demonic beasts. They're not playing around. Hello, you're here. Welcome to the Forest of Death. My name is Kranya. This weakling girl was just a borrowed look for me. This is what I really look like. Now, you vermin, I'll take down every last one of you. So. Sieht schon ein bisschen cool aus. Kann man? Moment. So. Kann man sich auch mal ein bisschen vom Nahen angucken. Die hat ordentliche Boobs. Und ist eine Assassinin. Und hat Stacheln aus ihrem Arsch kommen. Jo. Oh, nicht so weit hoch. Aber hat ein cooles Design auf jeden Fall, ja. So. Wir haben eigentlich nur das Vieh, was so weit kommt. So, wer hat Bock, es zu kontern? I stand ready. Du kommst leider nicht weit genug, Junge. Du musst ein bisschen auf jeden Fall noch dein Feuer trainieren. Angriff hast du? 28. Die Hilde doch locker abfangen, ne? Ja. Easy peasy. Das heißt, fang's mal ab. Ohne zu kontern, weil. Na, ah, wobei, nee, Moment. Der hat nur ein bis zwei. Ach, ich hätte kontern können. Egal. Let's take them out. So, du stellst dich da auch noch hin. Nach oben hin. Das ist auch 28. I got this. Moment, was? Ausweichen minus 7. Autsch. Hast du das Ding, womit du immer kontern kannst? Nee. Du kannst hier nicht kontern. Egal. Ja, das sieht schon besser aus mit dem Ausweichen. Yep. So, kann sie gleich das Monster umhauen. Ich kann auch ein bisschen helfen. Du hältst dich erstmal mittig. Let's get to it. Ist auch noch oben. Stay focused. Latsche ich hier links rum noch. Und du bleibst auch erstmal mittig und wir entscheiden gleich, wo du gehst. If this takes too long, I might be forced to escape. Oh, or do you simply intend to let me go? How accommodating of you. As for me, I intend to kill you all. Good luck, have fun. Oh nice, die Gitarre von Sarah sind fast wieder Level hoch. Süß, der Schaden. Oh, was hast du denn? Oh, ein Zauberstab. Erhöht die Kraft magischer Angriffe. Plus 3. Das klingt doch cool. Das hätte ich gerne. So. Du bist aber wahrscheinlich eh recht ungefährlich, ne? Ah, 20 Angriff ist nix. Also. Nicht jetzt nix, aber es geht. Okay, hauen wir da mal drauf. You're making me work.
Manuela. Was sie dahin bewege. Oh, bei nee, da wird sie nicht von den anderen angegriffen. Kriegst du den weg? Easy. Das heißt. Hast du einen Zauber gegen Monster? Nee, ne? Aus einer schlechten Resilienz. Vielleicht kriegt er dich dann sogar kaputt. Und zur Not. Hast du eine Fernkampfwaffe? Nee. Hm. Ich hätte mich vielleicht woanders hinstellen sollen. Dann machen wir das so. Greifen wir zuerst den an mit mir. Und hauen ihn erstmal. Einmal runter. Und ich kann mein Schwert nebenbei noch trainieren. Oh ja, Verteidigungslevel ab. Das ist schön. So. Und du haust da jetzt auf das Ding. Ah ja, easy. Und ich mache mir Sorgen, dass es nicht reicht. Ich könnte sogar mit Nosferatu töten. Und Nosferatu ist nicht gerade stark. Aber nee, ich muss auf jeden Fall meine Vernunft ein bisschen trainieren. Jetzt ist 20, Junge. Was tust du? So, das heißt, Manuela kann sich jetzt um den da kümmern, ganz easy. Und wir haben unten schon mal gut abgeräumt. Wer kommt da dran? Oh. Hm. Der passt schon. So, dann, Leonie, fang du mal an. Beziehungsweise, nee. Raphael, fang du mal an. Du machst gar nicht so viel Schaden, wie ich erwartet hätte. Ah, vielleicht krittest du. Schaden. Oh cool, mehr Angriff und mehr Schutz. Kann sich nämlich Claude um den Rest kümmern. Das ist der Übungsbogen aus, ne? Ja. So, ein Harpy knallt den Rest noch weg. Nee, ich spiel's nicht zum ersten Mal. Wenn man noch mitzählt, wie oft ich mir das auch nebenbei angeschaut habe, dann spiele ich das jetzt zum... Erlebe ich das Spiel jetzt zum fünften Mal, glaube ich. Ja. Das tut ihm weh, das tut mir aber auch weh. Das tut ihm weh, aber mir nicht. Gekauft. Latschen. Du läutst schon irgendwie hier durch den Wald oder so. Thanks. Manuela macht echt guten Schaden. Gegner von ihr weg. Und sie nehmen mich schon mal Richtung Truhe laufen. Beziehungsweise eben mal schon noch mal heilen. Ich sage, es ist zumindest ja nicht die DLC-Mission, wo unten an der Truhe dann im Schalter plötzlich eine Falle lauert. Im Idealfall. So, und ich hau einfach da drauf. Das wollen sie sein. Happy so. Ja. Kannst du den weghauen? Easy.
Also aktuell haben wir es echt gut mit den Crits, ne? Auch im letzten Stream ständig Crit, 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 Crit. In diesem Stream geht's auch schon gut los. Das sind nur physische Einheiten, die können nichts. Ich darf nur HP da nicht reinstellen. Dann können die schon ein bisschen was. Yikes! 28 mal 2. Autsch. Weißt du, Gegner so, ich schieße aus aus 13 Feldern Entfernung, 22% Trefferquote. Claude so, ich kontere mit 100% Trefferquote. Get on my level, Noob. Okay, du kannst dich nicht bewegen. Was war das? Ein Eilerring. Nicht ein Eilring. Du an dem dran. Da steht er nämlich gerade ein bisschen blöd und es kommt sonst keiner dran. Das glaube ich nicht. Kannst du eigentlich heilen? Ja, cool. Jorins kann einfach alles. Der kann physisch, der kann magisch, der kann offensive Magie, der kann defensive Magie. Junge ist wie so ein Taschenmesser, der kann einfach alles. Noch an sie dran, ja. Was ist. Was ist wichtig? Wenn ich hier den Wald schubse, schubse ich im Endeffekt auch nur noch näher zum Gegner. Eigentlich müsste sie in die andere Richtung zurückschubsen, aber dafür komme ich nicht weit genug. Weil kann ich schubsen? Ich könnte Rohade machen. So. Einmal tauschen. Ha! Und schon haben wir Marianne gerettet. Alex, danke für 6 Monate Treue. Super geil von dir. So. Nochmal ein bisschen heilen. Diese ganzen Bewegs. Gloss ist synonym für Schweizer Taschenmesser, ja. Die ganzen Bewegfähigkeiten sind einfach super praktisch, wenn man da einfach die Leute ein bisschen hin und her schieben kann damit. So, du musst weiter deinen Bogen trainieren. Ich kann die ja schon mal weiter hochziehen lassen. Warum? Warum denkst du dir, es ist eine gute Idee, jetzt Baltus anzugreifen? Hä? Hä? Warum ist der so dumm? Warum ist er so dumm, 29 mal 2 Schaden fressen zu wollen? Okay. Oh, nice. Er wollte es kurz und schmerzlos haben. Ja, das glaube ich mittlerweile auch. So. Lorenzos. Mach du das mal. Er wollte Baltus Muckis sehen. Nun. Ich kann einfach durch den Wald laufen. Ich hoffe schon mal dahin. Ist für den kaputt. Nicht ganz, aber du kannst ja trotzdem ein bisschen trainieren. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Ich vergaß, dass Crits auch noch da sind. Joa, und dann haben wir jetzt alle bis auf den Boss schon umgehauen. Ich glaube, wenn ich da oben beim Boss bin, wird es eh alles nochmal ein bisschen hier sich noch verändern. Aber ich kann Raphael zumindest schon mal heilen. Krieg ich dich denn
One-Hit weg. Vielleicht ich kontern, wenn ich aus der Entfernung angreife. Nein. Oh, die könnten mich critten. Und schnell. So gut für eine Assassine, ne? 26 Angriffsgeschwindigkeit. Ich hab 22. Sieht aus, wenn Raphael auf sie einprügelt. Autsch! Einprügeln ist genau das richtige Wort dafür. Aber ich könnte auch so einfach angreifen. Hat echt kaum Trefferquote. Wenn ich zweimal gecrittet werde, sind das 42 KP. Das würde ich überleben. Heißt, ich stelle mich einfach mal dahin. Und warte. Kriege ich... Sammelboosts. Na, dein bekomme ich nicht. Aber ja, ein bisschen mehr Stärke zumindest. You're a fool to be so brazen. You'll never avenge your father at this rate. I'll have to kill you too with my own hands. This is gonna hurt. Dabei, dadurch habe ich nicht was mit meiner Klassenmeisterschaft durch. Hast du auch irgendwas Stärken? Ist auch Stärke. Ne? Stärke sammeln, ja. Irgendwelche anderen Sammelfähigkeiten auf den anderen Charakteren? Ne, schade. Ich wollte echt mehr Sammelfähigkeiten auf meine Charaktere packen. Wenn ich welche zur Verfügung habe. So. Heißt Raphael. Einmal sammeln. Ich kann einfach die ganzen Charaktere um mich herum packen. Dass ich natürlich meine ganzen Trefferquote und alles schön damit in die Luft drücke. Ja. Wow. Dadurch, dass jetzt so viele Leute um mich herum sind, die alle natürlich meine Trefferrate boosten und meine Ausweichfähigkeit haben wir eben von 80 auf 100% erhöht. Let's go. Nice. Und wir haben den Dieb gemeistert. So, und sie hat dich extra nicht bewegt, denn so kann ich mich per Probativ nochmal heilen. Thank you. Perfekt. Achso, du fehlst noch. Well done. Das klappt nur einmal, ne? Don't mess this up. Oha. Da hat es noch mit 20% getroffen. Yikes. Das haben wir in der Verteidigung aber ziemlich, also alle meine Werte richtig gut runtergehauen, wenn ich das so angucke. Alles minus 3. Ekelhaft sowas. Ja gut, dann muss ich sie leider doch aus der Entfernung töten. Haki. Einmal bitte vernichten. Monica, you'll pay for what you've done. I told you, I am not Monica. I am Kranya. Do not call me by that fake name. I don't care what you're called. I don't care if it takes my last breath. I'll kill you. Please, my powers are beyond your comprehension. You're just a filthy worm. Ha! Ich hätte jetzt gelacht, wenn sie einfach weggecrittet hätte. Sein. Mit dem Übungsbogen läuft. Oh, how cute! You're trying so hard! But now it's time to die! Aber schön, dass ich selber und Leonie anscheinend noch ein eigenes Gespräch mit ihr hatten.